Eine polnische Tragödie erschüttert die Welt. Hier in Westrussland, in diesem Wald bei Smolensk, ist die Maschine von Präsident Lech Kaczynski abgestürzt. Bei dichtem Nebel misslingt der vierte Versuch zur Landung. Die Maschine fliegt zu tief, sie streift Bäume und fängt Feuer. Keiner der 97 Menschen an Bord überlebt. Als wahrscheinlichste Ursache des Unglücks gilt ein Pilotenfehler. Mit der Katastrophe verliert Polen einen großen Teil seiner Führung. In der Tupolew 154 saßen außer Kaczynski und seiner Frau auch der Generalstabschef, der Notenbankpräsident, ebenso wie Politiker, Geistliche und Wissenschaftler. Noch nie habe die moderne Welt eine solche Tragödie erlebt, sagt Polens Regierungschef Donald Tusk, ein politischer Gegner von Kaczynski. Tausende Menschen versammeln sich spontan vor dem Präsidentenpalast in Warschau, vereint in der Trauer. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Die Leute in meiner Nähe dachten, ich würde umkippen. Oh mein Gott, es ist eine furchtbare Tragödie. Es ist ein unschätzbarer Verlust. So viele Bischöfe und gute Leute. Wir haben die Besten unter uns verloren. So etwas kann nicht sein. Da muss Sabotage im Spiel sein. Noch nie habe ich hier so viele Leute gesehen. Ich glaube, wir alle fühlen uns verpflichtet zu kommen und eine Kerze anzuzünden. Wir sind solidarisch mit jedem, mit allen Familien. Nun müssen wir gemeinsam stark sein. Dann stehen wir all dies durch. Die Europäische Union verhängt einen Tag der Trauer. Eine ganze Woche Staatstrauer gilt in Polen. Überall im Land gedenken die Menschen bei Gottesdiensten und mit Schweigeminuten der Absturzopfer. Vorübergehend ist der polnische Parlamentspräsident nun noch Staatsoberhaupt. Bis Ende Juni sollen die Polen einen neuen Präsidenten wählen. Lech Kaczynski, Nationalist und Euroskeptiker, war im Oktober 2005 zum Staatschef gewählt worden. Er wurde 60 Jahre alt.